Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Beta und wir werden Terraner bekommen. Es wird ein TVT werden. Oha. Das kann ja heiter werden. So. Schön Caps Lock aktiviert beim Gegner. Macht man überhaupt vorne ein Depot beim TVT? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich glaube, Liberator sind bestimmt gut im TVT, deshalb will ich die jetzt nochmal spielen. Wobei ich nicht weiß, wie früh. Na, ich denke, ich werde da schon drauf hinrushen. Zusammen mit Halions, glaube ich, werde ich Liberator spielen. Halion Liberator. Ja, ich glaube, das klingt ganz gut. Einzige Nachteil ist natürlich, dass ich nicht so wirklich gut mit Terraner bin. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie frühe Reaper spielt oder so, dann bekomme ich ein Problem. Vor allen Dingen, weil ich halt auch keine große De Verteidigung haben werde. Ich werde auch keinen Reaper vorweg spielen. Ich werde hier direkt einen Reaktor dran bauen und dann Marines pumpen. Ja, wobei direkt einen Reaktor werde ich. Ah, könnte sein, dass es so gerade klappt. Müsste man schauen. Da brauche ich natürlich 50 Gas für. Ja, das sollte eigentlich so knapp passen. Also es wäre natürlich genauso viel, wie man eigentlich auch für einen Reaper bräuchte. Ja, das passt. So. Orbital. Zweites CC baue ich aber oben. Hier kann es natürlich auch weiterhin dann direkt Mules für die Main bauen. Das ist halt auch ein guter Vorteil. So, und sobald ich dann 100 Gas habe, werde ich. Ups, Lag. Großer Lag. Jetzt nicht mehr. Oha. Werden auf jeden Fall direkt gescoutet. Und er weiß Bescheid. Okay, da hat er zum Glück nicht aufgepasst. Oh, das ist richtig schlecht. Zumal ich noch lange. Doch, ich habe gleich die Möglichkeit zu callen. So, dann brauche ich auch keins, weil gleich das Command Center fertig ist. So, zweites Gas nehmen wir auch relativ zeitnah hier. Zack. Und im Moment bauen wir erstmal immer weiter Marines, solange bis die Factory hier fertig wird, weil solange können wir eh nichts großartig anderes bauen. Und dann gehen wir natürlich hier schnell ins Gas. So. Gut, beide CCs bringen hier was. Das ist schon mal ganz gut. Zack, ein 2. Nee. So. Wir brauchen nämlich natürlich ein Waffenlager hier, um gleich Hellbets zu bauen. Und eigentlich habe ich ja sonst nichts, was Gas kostet. Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich weiß halt noch nicht mal, wo mein Gegner gespawnt ist, leider. Und ich könnte halt auch Hellbits hinterher spielen. Auch das ist möglich. Denn wir haben ja die Armory schon. Okay. Lag in einer richtig blöden Situation. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, wo unser Gegner ist. Wir reparieren gerade mal die Hellions. Denn mit so kaputten Hellions können wir hier nicht ankommen.
bereite mal ein Bio-Follow-up vor. Brauche aber auch unbedingt noch mal mehr Gas. So, waren neue Depots im Bau? Nee. Dann bauen wir nochmal zwei. So, damit sind die ersten Falken zur Stelle. So, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, wo unser Gegner ist. Hier nicht. Das ist nicht effektiv, was ich hier mache. Macht das bitte nicht so. Aber ich habe natürlich verpennt, einfach mal früh genug einsatzfähig zu sein. Initialisiere. Selbstverständlich. Falken sind da. Ich habe immer noch keinen Scan. Ist ja fast nix, was wir da haben. Falke zur Stelle. So, und ich sollte die Sache mal langsam auf meine Production hier legen, denn ich habe hier viel zu viel Geld. Ja, das Command Center sollte sterben. Hier sollte ich aber nicht hingehen. Das mal hier gerade hin. Das ist ja dumm. Die Mules sind scheinbar nicht so intelligent und kommen dann an den falschen Stellen herunter. Ah, die sollten vielleicht jetzt nicht holen. So, die müssen wir hier unbedingt... Nee. Die Sachen müssen unbedingt raus. So, Upgrades wären natürlich auch nicht so schlecht hier auf unseren Marines. Auch wenn wir die natürlich ursprünglich gar nicht bauen wollten, wäre das jetzt natürlich spitze. So. Habe ich eine zweite Factory eigentlich gebaut für Panzer? Ich glaube nicht. Ah, wobei, wir sollten auch mal ein paar Medivacs bauen. So. Nicht genügend Mineralien. Durchgeladen und entsichert. Lassen wir es krachen. Jawohl. GG. Sehr schön. Damit haben wir doch ein TVT gewonnen, dass ich das nochmal erleben darf. Sehr schön. Ja, da das Spiel kürzer als 10 Minuten war, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im zweiten Teil der Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich... Nein, ich wollte gerade schon eine neue Folge anmoderieren. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn wir sind hier im zweiten Teil der Folge. Diesmal als Terraner gegen einen Zerg. Und es ist direkt ein anderer Tag. Ich nehme das hier nicht direkt im Anschluss auf, deshalb muss ich mich jetzt hier gerade noch mal ein bisschen mehr konzentrieren, um hier erstmal wieder reinzukommen. So, Terraner gegen Zerg. Ich denke, wir sind eigentlich mit dem Bild im
TVT ganz gut gefahren, dass wir Alien Liberator gespielt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im TVZ ganz gut ist. Deshalb werde ich jetzt mal, denke ich, Aliens spielen. Und anschließend Liberator. Bisschen spät, mein Depot, aber was soll's. So. Vorher werde ich allerdings natürlich einen Reaper spielen. Vielleicht sogar mal zwei. Drei nicht. Drei ist mir zu viel. Aber zwei, glaube ich, wären ganz okay. Oh, nö. Ja. So. Wir folgen den mal. Damit er hier nicht irgendwo eine Hatchery hinbaut. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir den hier noch einsperren könnten. Sieht auch so aus, als würde das klappen. So. Eben schön verhindern, dass er da einen Reaktor hin. Extraktor hinbaut. Das hätte er natürlich wunderbar machen können. So, wir bauen mal das CC hier oben. So. Ist die nämlich schon mal weg hier. Jetzt kommt gleich der zweite Reaper raus und da werde ich hier einen Reaktor bauen und anschließend dann hier schön in die Factory. Oh, das war nicht gut. So, das ist natürlich Quatsch. So. Zack, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. So, und jetzt fliegen wir die auch mal direkt rüber. Follow-up hier mit zwei Barracks starten wir. Hier ist keine weitere Basis. Das heißt, das wird Cheese, oder wie sieht das aus? Ziemlich viele Linge. Spire direkt. Okay. Müssen wir auch mal schnell. Müssen wir hier auch schnell gleich Turrets bauen. So, und immer weiter schön hier Hellions bauen. Und dann hier Liberator raus. Denn mit denen können wir natürlich auch sehr gut gegen Mutas vorgehen. Vor allem, wenn wir mehrere haben. Mit deren Flächenschaden. So, hier gibt es dann die ersten Turrets. So. Hier vorne auch. Und wir haben echt relativ wenig Geld. Wo kommt der denn her? Falke zur Stelle.
Weil hier hinten das Ganze durchbrochen. Das sieht stark danach aus. So, und ich denke mit... Moment. Ich muss erst nachdenken, bevor ich was sage. Ich denke, wenn ich die 4 Liberator habe, sollte ich lospushen. Warum sind die alle hier noch nicht auf 7? So. Machen wir hier noch einen weiteren Turret hin. Die ersten beiden Medivacs und dann gibt es jetzt hier die nächste Basis. So, damit war es das für die Mutas. So, ich brauche mehr wieder von denen. Und ich brauche auch mehr Barracks. Wir sind fast outmined hier schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, wir bauen jetzt auch mal Mainz. So, weitere davon. Kampfschilde, zack, zack, zack. So, erschöpftes Mineralienfeld ist natürlich nicht so gut. Wo sind denn unsere Mines? Ich müsste eigentlich viel mehr Action machen. Das ist eigentlich viel zu wenig hier, was ich hier gerade mache. So, mehr Gas ist auch ganz gut. Wenn ich sonst nicht aufpasse, hat er gleich Ultralisken. So, nächste Basis vorbereiten. So, 1-0 ist durch. So, das waren jetzt nicht die allerbesten Splits.
Aber es ging, glaube ich, einigermaßen. Warum habe ich so viel Geld? So, schön auf das Bellingnest gehen. So, den ganzen Tech hier schön abreißen erstmal. Da oben sind Bellinge. So. Und Joel hat das Spiel verlassen. Sehr schön, damit haben wir das doch gewonnen. Oh, Terraner-Siege sind immer ein bisschen schwer. Aber es hat dann letztendlich doch geklappt. Wahrscheinlich lag es einfach daran, dass er am Anfang hier so wenig Worker hatte, einfach weil er so früh auf Mutas getaggt ist. Allerdings war so natürlich unser Push kaum ein Problem für ihn, aber wir haben seinen halt auch relativ einfach zurückgeschlagen. Dann hatte ich zwischendurch halt richtig viele Mineralien immer. Da muss ich echt dran arbeiten, dass ich da mehr Production Facilities habe. Aber gut, das war es dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich schaue doch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr dann auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.